Ja, hallo ihr Lieben. Hier sind jetzt die letzten drei Türchen von dem Adventskalender von der lieben Eva, Türchen 22, 23 und 24. Ich gebe mir auch Mühe, die gleich in der richtigen Reihenfolge zu öffnen. Und wenn ihr auch wissen möchtet, wie ich, was hier drin ist, dann bleibt dran. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Dann, wie gesagt, ich bemühe mich jetzt, das in der richtigen Reihenfolge zu öffnen. Ach so, erstmal natürlich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, das ist heute ein bisschen viel. Das ist heute schon mein viertes Video und ein fünftes muss ich heute im Laufe des Tages noch drehen. Ja, aber auch das werde ich schaffen. Ich sehe hier schon diesen tollen Stift. Das ist auch das erste, was wir öffnen dürfen. Ich packe mal Türchen 24 und Türchen 23 beiseite. Und dann haben wir hier Türchen 22 wieder mit so einer Holzwäscheklammer und einem Glitzerherz drauf. Ja, ich hole ihn mal raus. Und hier ist nämlich, ich drehe mich mal eben weg, dann knistert das hier vor dem Mikro nicht so. So, dann haben wir hier einmal die Verpackung. Da hat sie wieder so große Weihnachtssticker draufgeklebt, die man auch als Anhänger nehmen kann. Und dann hat sie hier so ein, sowas in der Art hatten wir doch schon, ne? Diese Püppi. Und das ist jetzt aber ein Bleistift. Aber den werde ich natürlich nicht benutzen, Eva. Das ist ja viel zu schade, wenn man den. Nein, den werde ich nicht benutzen. Aber er kommt auf jeden Fall hier in meine Stiftebox und dann sehe ich ihn immer. Seht ihr ihn eigentlich richtig? Ich drehe ihn hier und wende ihn und gucke ihn mir an und achte gar nicht drauf, ob ihr ihn sehen könnt. Ja, da hat sie hier, das sind so Perlmutt oder so. Ich weiß nicht, so. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll. Was ist das? Eine Perle? Ist das ja nicht so ein Anhänger? Ich weiß nicht, aber richtig fest. Also ganz toll. Und auch hier das Gesicht. Hast du das Gesicht auch selber gemalt? Ich habe sowas jetzt mittlerweile auch gesehen, wurde mal bei YouTube angezeigt von so einer Italienerin oder so. Richtig schön, die Idee. Die finde ich richtig toll. Klasse. Finde ich super. Dankeschön, Eva. Ich packe das hier mal eben beiseite. Und die 23 haben wir hier. Hier hat sie wieder so ein Kärtchen drauf und was reingeschrieben. Viel Freude beim 23. Türchen. Aufmachen, liebe Grüße, Eva. So, das ist recht schwer, aber wie ihr wisst, ich drücke ja nicht, weil ich immer Angst habe, irgendwas kaputt zu machen. Vielleicht gerade mal geguckt, wo es vielleicht besser ist aufzumachen, aber ich glaube, diese Seite hier ist besser zum Aufmachen. So, das ist auch tatsächlich leer. Bei Netti hätte ich ja fast mal die eine Karte drin gelassen. Oh, ist das schön. Wow. Auch wieder mit einer Batterie. Also ich habe ja vorhin die Karte geöffnet. Ich komme da irgendwie nicht mit zurecht. Bin da zu doof für. Ich habe keine Ahnung. Eva, erklär mir das mal bitte. Du musst das einer Dummen mal erklären, wie das funktioniert. Was passiert da? Ich weiß nicht. Sind da irgendwo Kontakte oder? Ich habe keine Ahnung. Aber richtig schön. Guck mal, da hat sie aus Fimo hier. Ich denke mal, dass das Fimo ist, ja. So einen Schneemann gemacht und hinten hinter so eine Schneelandschaft. Und da hat sie auch tatsächlich, kann man das sehen? Diesen Kunstschnee auf die Bäume gemacht.
Ja, dann so ein Vintage-Herz. Und das hast du bestimmt auch selber gemacht, ne? Diese feine Arbeit, das finde ich ja so schön. Ich habe mich da nie rangetraut. Richtig schön. Ganz toll. Ja, und dann kann ich mir das so hinstellen, ne? Ah, warte mal, hier hast du wieder wie diese eine Technik. Da habe ich vergessen, dich noch anzuschreiben. Genau, das muss irgendwie. Ja, genau. In die Batterie klemmen. So war das, richtig. Ach, da ist der Kleber. Ja, voll schlau, ne? Ja, voll cool. Ja, sehr schön. Oh ja, da freue ich mich dann schon. Wo das kann ich ja jetzt bis zum 6. auch noch stehen lassen. Obwohl, das ist ja jetzt nicht unbedingt was Weihnachtliches, das ist ja was Winterliches. Das kann man den Winter überstehen haben, ne? Genau, das brauche ich am 6. gar nicht wegstellen. Ja, sehr schön. Da freue ich mich ganz toll. Und das hier finde ich echt diese, guck mal, diese feine Arbeit. Also da gehe ich ganz, ganz, ganz stark von aus, dass Eva das selbst gemacht hat. Die macht so viele tolle Sachen. Na, unten in der Infobox ist ja eh immer alles, also Instagram und YouTube verlinkt. Schaut einfach mal bei ihr vorbei. Solltet ihr sie tatsächlich noch nicht kennen, ihr seht ja, sie macht so schöne Sachen. Also echt. Und so eine herzallerliebste Frau, die habe ich richtig ins Herz geschlossen. Echt, Eva ist echt toll. Eva, da freue ich mich ganz doll. So, ich nehme aber mal das Licht raus. Das ist auch eine echt tolle Idee, muss ich sagen, ne? Genau. Und bei dem anderen habe ich das natürlich auch hinbekommen, nachdem du mir das per WhatsApp dann erklärt hast. So, ja. Und dann machen wir jetzt, ach, so schön. Also echt, ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg, Eva. Ich mag das gar nicht beiseite legen. Diese viele Arbeit, die hier drin ist, alleine, also Fimo schon. Fimo ist schon echt, ich sage jetzt einfach mal eine Schweinearbeit, ne? Hier diese Schleife und hier oben noch Glitzer ran und also wirklich. Also die Nase hätte ich so sauber nicht hingekriegt. Richtig schön. Und dann dieses Filigrane hier noch. Richtig toll. Auch diese ganze Idee, ne, das so auf den Bilderrahmen zu machen. Ich glaube, das werde ich dir klauen. Ich werde dir so ein paar Ideen klauen. Auch dieses hier finde ich so toll zum Verschenken. Richtig schön. Ich muss das hier mal noch mit ins Bild holen. Aber es ist jetzt auch doof, weil ich ja das hier noch auspacken muss. Wir haben ja noch das 24. Türchen. Das letzte Türchen. Ah, auch hier traue ich natürlich, weil mit Eva habe ich ja einen großen Kalender getauscht. Tatsächlich 24 Türchen. Und es waren so hammermäßig tolle Sachen drin, Eva. Ja. Schade, dass auch der jetzt schon vorbei ist. Ja, das hat sie in Serviette eingeschlagen. Hier so eine Papierblume, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie die selber gemacht hat. Hier so ein, ja, sieht eher nach einem Hirsch aus, aber soll bestimmt ein Rentier sein. Hier wieder so ein Kärtchen, aber heute nicht beschrieben. Was heißt heute? Ich öffne ja sowieso alle 3 Tage immer. So. Ich dachte, da kommt schon wieder ein Schnaufehund. Nee, Schnaufi liegt auf dem Sofa. Meine Lady nenne ich Schnaufi. Sie hat viele Spitznamen, weil sie nämlich ständig so am Schnaufen ist, wenn sie geht. So geht sie und dann nenne ich sie immer Schnaufi. Ja, so ein Hundeleben ist ja auch nicht so einfach, ne? Was haben wir denn hier? Also, es sieht ja auch schon wieder echt aufregend aus. Auch wieder was aus Fimo. Oh, Eva, du machst mich fertig. Oh, ist das schön.
Eva, du machst mich fertig. Du machst mich fertig, hier hörst du mich ausatmen. Ich bin echt, oh, hier so eine... Oh, das muss ich nochmal raufkleben, das hat sich hier gelöst. Das hat sich hier gelöst, aber das ist kein Problem. Guckt mal diese kleine Fee, ne? Eine Fee ist das, würde ich sagen. Fee, Elfe. Gibt es da einen Unterschied zwischen Feen und Elfen? Nee, ist das nicht das Gleiche? Nur, naja, egal. Richtig schön, hier kleine Röschen. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie da eine Mold hat. Und hier auch noch eine kleine Blume. Und dann hat sie hier... Ah, da sind sogar Elfenohren. Oh nein, guckt mal. Ich habe gerade gedacht, was ist das denn? Das sind Elfenohren, die zwischen den Haaren durchgucken. Gott, halte ich das auch in die Kamera? Da, guckt. Da und da ist das süß. Und dann dieser Stern. Ach, ich würde das ja alles gar nicht hinkriegen. Richtig süß. Und dann hier so alles Glitzer. Süße Augen. Hier der Mund. Könnt ihr das sehen? Ja. Richtig süß. Ja, und da kann eine Kerze rein. Ne? Also das ist etwas, was man das ganze Jahr stehen haben kann. Und das Schöne, Eva, mein Wohnzimmer habe ich ja jetzt so in rosa. Das passt richtig gut in mein Wohnzimmer. Ja, hier oben hat sie, vor allem hat sie da auch wirklich mit Heißkleber gearbeitet, weil sonst geht sowas grundsätzlich ab. Also dieser Kleber, der dran ist, den könnt ihr vergessen. Das löst sich irgendwann. Und hier hinten eine Schneeflocke. Gut, die passt eigentlich nicht das ganze Jahr, aber das kann man ja irgendwie so stellen, dass nur, oh, das ist auch eine Schneeflocke, aber Schnuppe. Das kann man das ganze Jahr stehen haben, das ist egal. Das ist einfach süß. Und dann kann da so eine große LED, so ein großes LED-Licht rein. Obwohl, das ist auch hier Glas oder was, weiß ich nicht. Da könnte man sogar wahrscheinlich eine echte Kerze reinpacken. Ich bin ja immer nicht so für diese Batterien, ne? So, wenn man an die Umwelt denkt. Das müsste auch klappen, dass man da ein echtes Teelicht reinpackt. Richtig schön. Oh ja, Eva. Also wieder drei wunderschöne, von dem bin ich so geflasht, drei wunderschöne Türchen, die ich von dir bekommen habe. Ist alles im Bild. Ich lege das mal so hin. Ja, also wunderschön. Ja. Ja, ich bin baff, echt. Ja, ich habe heute Morgen auch schon dein Video angeschaut, wo du meins ausgepackt hast. Und da warst du ja auch von der Uhr echt hin und weg, ne? Da hast du sogar das G-Wort benutzt. Ja, es freut mich, dass ich dir auch eine Freude machen konnte. Ja, und wenn ihr auch sehen möchtet, was ich Eva geschenkt habe, schaut doch einfach bei ihr vorbei. Einmal natürlich, auf jeden Fall, weil sie so wunderschöne Sachen macht. Und so vielfältig, ne? Ihr habt ja diejenigen, die die Türchen alle gesehen haben, sie näht, sie arbeitet mit Fimo, sie ist einfach so vielfältig, ne? Sie arbeitet mit Papier, hier mit diesen Perlen, also das ist Wahnsinn, was Eva alles macht. Ja, wie gesagt, wer sie nicht kennt, schaut vorbei. Insta und YouTube verlinke ich unten wieder. Okay. Ja, und dann wünsche ich euch auch in diesem Video schöne Weihnachten. Habt heute einen schönen Heiligabend. Ich fahre zu meiner Mama und feiere mit ihr Heiligabend. Werde da schlafen und morgen werden wir schön zusammen frühstücken und mit den Hunden gehen. Genau. Und ja. Macht ihr euch auch einen schönen Abend und habt dann schöne zwei Weihnachtsfeiertage. Ja. Ich war gerade am Überlegen, irgendwie am Ende der Videos stocke ich heute immer. Okay. Vielen lieben Dank, Eva, für die mega tollen Sachen. Hat mich richtig gefreut. Also,
Also alles, was ich von dir bekommen habe, ich werde jetzt nicht mehr du hast alles noch mal gezeigt, was du von mir bekommen hast in deinem letzten Video. Ich war auch am Überlegen, rüber zu stratzen. Ich habe ja alles auf meinen Kommoden, auf meinen beiden Kommoden im Schlafzimmer stehen. Aber ich muss jetzt endlich mal frühstücken. Das war jetzt das vierte Video heute Morgen. Und ich habe noch ein fünftes Video vor mir. Und damit ihr auch heute noch diese Videos zu Gesicht bekommt, das habt ihr ja in diesem Fall jetzt, ne? Muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Okay, dann wünsche ich euch heute einen schönen Heiligabend und ja, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt, wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ciao, ciao.